Das folgende Video wird euch präsentiert von dertabletopper.de. Auf dem Kurzreview-Tisch habe ich für diese Woche ein Modell, das eigentlich schon für den Adventskalender 2018 gedacht war, aber da es so neu war, konnte das fertige Produkt leider erst nach dem Dreh des Kalenders verschickt werden. Naja, jetzt ist es hier und es geht hier um ein riesiges Modell von Mears Miniatures und zwar dem... Okay, Moment, mal schauen, ob ihr den Namen aussprechen könnt. Ah, und? Geschafft? Na gut, da muss ich mich auch mal versuchen. Twoch, Abroch... Zum Glück haben Mears Miniatures eine Aussprache mit auf der Seite angegeben. Also der, hoffentlich mache ich das jetzt richtig, Torok Abrok ist ein Vokor of Penefan, was immer das sein mag. Kann uns jetzt aber eigentlich auch egal sein, denn wir schauen uns einfach mal das Modell an, welches komplett aus Resin gegossen ist. Die 25 Teile plus Base sind alle wirklich gut gegossen und leicht zusammenzusetzen. Normalerweise sind große Resinteile immer sehr anfällig für Verzüge und große Lücken sind daher eigentlich Standard bei diesem Werkstoff. Auch hier sehen wir Lücken an den Klebestellen, aber die sind bei der Größe der Teile überraschend klein. Und das freut mich. Auch musste relativ wenig entgratet werden. Hier und dort mal einen der gegossenen Stifte etwas verkleinern, damit das Teil nicht zu stark absteht, oder Gussansätze der einzelnen Teile entfernen. Aber wer nicht erst vor ungefähr 5 Jahren nur mit Kunststoffbausätzen mit dem Hobby begonnen hat, wird sich freuen, wie wenig Arbeit einem das Modell kostet. Auch konnte ich bis jetzt mit dem bloßen Auge keine Luftbläschen in der Oberfläche erkennen. Einzig bei einem der Gussstifte war der Stift so dünn gegossen, dass er beim Entgraten zerbrach, da er wohl hohl war. Aber auch ohne den Stift hatte die Klebefläche gut ausgereicht. Das Design finde ich persönlich besser, als ich es auf dem Renderbild von Mears Miniatures auf der Webseite gesehen habe. Da dachte ich mir nämlich nur, was soll denn dieser lachende Vogel da? Irgendwie war das wohl ein ungünstiger Winkel für das Modell. Der Vokor ist in der Tat eine Mischung aus Drache, Vogel und eventuell Leguan. Er umklammert einen Felsen und ergibt wirklich ein seltsames Bild aus zerfledernden Lederflügeln, Narben und Federn. Er wirkt auf mich aufgrund der kahlköpfigen Kopfform, der Narben und anderen Beschädigungen eher wie ein alter Mann, ein richtig niedlicher alter Mann. Also weniger angsteinflößend, mehr irgendwie süß, wie ein Haustier. Und dessen Größe hat der Vokor auch fast. Mit einer Augenhöhe von ca. 103 mm und einer Entfernung von Base zur Flügelspitze von ca. 245 mm befinden wir uns hier in einer Größenordnung vom Imperialen Ritter oder AT-ST. Auch der Detailgrad ist klar. Alle Oberflächen sind fein strukturiert, manchmal vielleicht ein wenig zu glatt und an anderer Stelle, wie zum Beispiel bei den Federn, dann wieder sehr kontrastreich. Aber dennoch alles sehr scharf und ohne verwaschen zu wirken. Eigentlich hatte ich gar keine Pläne für das Modell, aber nachdem er jetzt hier in meinem Büro steht, ist er mir schon irgendwie ans Herz gewachsen. Irgendwie wie so ein kuschelbedürftiges Haustier. Mal schauen, was damit passiert. Das Spiel von Mears Miniatures ist übrigens Darklands, wofür der Vokor wohl auch eingesetzt werden kann. Aber nun, was meint ihr, sollte man Darklands nicht spielen? Wofür könnte man den Vokor denn noch verwenden? Schreibt es mir in die Kommentare und sagt mir gleich mal eure Meinung zu dem alten Herren Opterix. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an. Jetzt bei Fantasy Welt.